Ja, ganz genau. Die meisten Leute haben genau dieses Problem. Sie haben eine viel zu langsame und träge Darmpassage, was dazu führt, dass sich die Nahrung, die sie tagtäglich essen, in ihrem Verdauungstrakt zurückstaut und für Retoxifikation sorgt, sprich für eine Rückvergiftung mit den eigenen Abwehrstoffen. Und das ist echt sehr problematisch, wenn man weiß, wie wichtig es eigentlich ist, dass im Darm alles im Fluss sein sollte und sich nicht stagnieren darf. Denn das führt zwangsläufig zu Problemen. Unsere Darmgesundheit ist ja zentral wichtig für unser optimales Wohlbefinden. Aber die meisten Leute haben tatsächlich anstelle eines ursprünglich schnell laufenden Ausscheidungssystems eine stagnierende Jauchegrube in ihrem Bauch sitzen, die dafür sorgt, dass sie mit ihrer Energie und Lebensfreude stark gedrosselt sind. Und das kommt natürlich durch den ganzen Müll, den sie tagtäglich reinziehen, von McDonald's, Burger, Pizza, Pommes, Kuchen, Keksen, Torten bis hin zur Schokolade. Also mach du es anders. Achte stets drauf, was du deinem Körper hineingibst, was du dazu führst, sonst endest du auch mit einer stagnierenden Jauchegrube in deinem Bauch. Wie siehst du das Ganze? Hast du dich persönlich schon mit dem Thema Darmpassagezeit beschäftigt? Schreib es gerne drunter in die Kommentare. Ich bin gespannt.